Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Kühtai-Fans. Herzlich willkommen zur dritten Episode von My Kühtai. Wie ihr seht, heute begrüße ich euch nicht unter blauem Himmel und bei Sonnenschein. Nein, denn heute ist Mittwoch und das bedeutet ganz genau Nachtschilaf in Kühtai. Der ist nämlich jeden Mittwoch und jeden Samstag von 19.30 Uhr bis 22 Uhr hier auf der Hochalterbahn. Und diesen Nachtschilaf, den schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Ja, für den nächtlichen Einkehrschwung ist natürlich auch gesorgt. Hier bietet die Kaiser-Maximilian-Hütte direkt hinter mir den perfekten Platz. Wie ihr seht, sie liegt direkt an der Piste, das heißt, man kann mit den Skiern perfekt, wunderbar vor die Haustüre fahren. Drinnen werden Tiroler Köstlichkeiten serviert, bin mir ganz sicher, da findet jeder was von euch. Die Hütte hat übrigens bis 24 Uhr geöffnet. Diejenigen, die sich vielleicht vom Nachtschilafen noch ein bisschen aufwärmen wollen oder die noch nicht so gut auf den Brettern sind, für die bietet sich die Startbahn hinter mir an. Die ist auch jeden Mittwoch und Samstag beleuchtet und das absolute Highlight hier, der Zweiersessellift, ist für alle Skifahrer und alle Snowboarder kostenlos zu benutzen. Für diejenigen unter euch, die vielleicht nicht mit dem Auto zum Nachtschilaf ins Kühtai kommen wollen, gibt es jeden Mittwoch einen Skibus. Der Skibus startet um 18.30 Uhr beim Hauptbahnhof in Innsbruck und bringt euch direkt hier zur Hochalterbahn, wo der Nachtschilaf startet. Die Rückfahrt ist um 22.05 Uhr und somit kommt ihr wieder gut und sicher zurück nach Innsbruck. Das absolute Highlight hier wieder mal, der Skibus ist kostenlos. Ja, liebe Fans, das war sie, die dritte Episode von My Kühtai hier beim Nachtschilaf. Nicht vergessen, immer mittwochs und samstags 19.30 Uhr bis 22 Uhr. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch bei der vierten Episode wieder dabei seid. Ich gehe jetzt noch ein paar Schwünge machen und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Ja.